Hallo, es ist Herbstzeit und überall auf den Märkten und in den Gärten leuchten uns die großen, schönen Früchte entgegen. Und jetzt fragst du dich einmal mehr, wieso ketogene Ernährung und Früchte keine so guten Freunde sind. Wenn du darüber genaueres wissen möchtest, dann bleib jetzt dran. Ich bin Silvia Schnapparelle, Gesundheits- und Ernährungsberaterin und Coach für den ketogenen Weg. Und dies ist der Energie-, Fettverbrennungs- und Gesundheitskanal für dich. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, Früchte sind natürlich gewachsen und kann man nicht mit den Kohlenhydraten aus dem Supermarkt vergleichen. Damit haben sie natürlich auch recht. Dennoch sind Früchte ebenfalls Kohlenhydrate und bestehen zum überwiegenden Teil aus Fruchtzucker und auch dann aus Glucose. Früchte sind sehr stark darin, die ketogene Ernährung zu beeinflussen, besonders in der Phase, wenn du noch dabei bist, in die Keto zu adaptieren. Bist du in den ersten Wochen oder Monaten deines Keto-Weges, dann wird es umso wichtiger, darauf zu achten, wie viel und welche Früchte du isst und ob du sie nicht doch lieber erstmal ganz weglässt. Ja, das klingt jetzt etwas streng, aber ich will dir das erklären. Bei anderen Kohlenhydraten ist es so, dass wenn die in den Körper gelangen, vielleicht nur ein Prozentsatz von 20% die Leber beeinflusst oder von der Leber verstoffwechselt wird, weil jede Körperzelle Glucose aufnehmen kann. Bei Fruchtzucker ist das anders. Fruchtzucker verbraucht im Körper zuerst einmal einen anderen Weg, andere Transporter, um in die Leber zu gelangen. Und nur die Leber kann zu 100% den Fruchtzucker abbauen, umwandeln. Und das tut sie, indem sie den Fruchtzucker in Leberspeicherzucker verwandelt oder aber in Fett. Und weil unsere Leber gerade in der Umstellungsphase von der kohlenhydratreichen Ernährung auf die fettbasierte Ernährung, quasi in der Phase der Fettadaption, ist unsere Leber sehr stark gefordert, besser darin zu werden, Ketonkörper zu produzieren, damit wir in unsere Energie kommen. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt Früchte essen, dann wird die Leber mit dieser Aufgabe beauftragt und die hat Priorität. Das heißt, wie das immer mit dem Zucker im Körper ist, der Zucker wird zuerst verstoffwechselt. Und wenn jetzt Früchte in das System kommen, dann hat die Leber die Aufgabe, diesen Zucker sofort zu verstoffwechseln. Und was macht sie? Sie lässt die anderen Aufgaben erstmal liegen und kümmert sich um den Fruchtzucker. So weit, so gut. Was passiert aber in der Zeit, wie sie den Fruchtzucker verstoffwechselt? Wir bekommen keine Ketonkörper. Das heißt, dass das ganze Projekt Adaption wird erstmal auf Eis gelegt. Und das kann bedeuten, du fühlst dich wieder schlecht, weil du hast zwar den Genuss von den Früchten und auch das gute Gefühl, wieder Fruchtiges auf der Zunge zu haben, aber im Umkehrschluss daran zieht dieser Prozess die Ketone aus dem Körper und wir sind dann energielos. Und das ist recht demoralisierend und demotivierend für Leute, die eigentlich in die Keto einsteigen wollen und von der Keto profitieren wollen, indem sie sich mehr Energie verschaffen, besseren Schlaf, weniger Entzündungen. Ja, all diese positiven Dinge, die sie in ihr Leben holen wollen. Sie wollen ja nicht davon ausgehen, dass die Keto-Adaption sich über viele Monate hinzieht. Das macht sie zwar, aber die positiven Eigenschaften von der Keto-Adaption, die hat man schon in den ersten Zeit, also in den ersten Wochen oder in den ersten, die spürt man schon nach dem ersten Monat spätestens, allerspätestens, mit einer deutlichen Energieverbesserung und mehr, also man sieht es dann auch schon in gewisser Weise. Aber wenn wir von den Früchten nicht lassen können, dann
ist es so, dass wir, wenn wir auf unserem eigenen Wasserschlauch stehen, wir wollen den Garten spritzen, aber haben beide Füße auf dem Schlauch und vorne kommen nur noch ein paar Tropfen raus. Ja, das frustriert uns, wir stehen ewig im Garten, kein Wasser kommt raus und ja, wir müssten halt quasi die Füße vom Schlauch nehmen. Und genau so darf man sich das vorstellen, funktioniert das mit den Früchten in unserem System. Früchte zu essen kann also die Ketone-Produktion deutlich herabsetzen, ja sogar schneller stoppen, als wenn du andere Kohlenhydrate isst. Wenn du zum Beispiel ja, dich bei den Nüssen vergriffen hast, ja, du, also Nüsse, man kann sich einfach daran sehr schnell vergreifen, also zu viel davon essen und dann hat das den gleichen Effekt, das reduziert die Ketone-Produktion, weil Nüsse kommen auch immer mit viel Kohlenhydraten daher. So ist es, und das Gleiche gilt auch für Milchprodukte, die nicht sehr lange gereift sind, wo noch viel Milchzucker drin ist. Auch wenn du glaubst, dass du, wenn du viel Sport getrieben hast, du dich danach mit etwas Früchten belohnen kannst, einfach weil du glaubst, dass diese Früchte ja dann helfen, deine Muskeln zu regenerieren, ist das auch nicht wirklich so, denn der Leber speichert Zucker, aus dem die Fructose dann wird, also die Fructose der Früchte wird ja in Leberspeicherzucker umgewandelt. Und dieser Leberspeicherzucker ist auf keinen Fall dafür da, die Muskeln zu nähren mit Energie, sondern nur und einzig dazu da, unseren Blutzucker zu regulieren, ja, dass er immer so zwischen 80 und 100 sich bewegt. Und deswegen ist es auch so leicht, sich mit Fruchtzucker zu überessen. Es reichen manchmal schon ein paar Gramm Früchte, dann ist der Leberspeicher voll und alles darüber hinaus wird sofort in Fette umgewandelt. Ja, weil wir wissen, der Blutzucker hat die alleroberste Priorität, der darf nicht nach oben oder nach unten weiter, weil dann kommen andere Funktionen in Gang, die den Zucker sofort wieder rausholen. Aber wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wenn wir uns im Sport verausgaben, dass wir dann uns eine Berechtigung erschaffen haben, Früchte essen zu können. Besser ist es, weil wir sind nach dem Sport ganz besonders sensibel, ja, sensitiv. Wenn wir dann Früchte essen, der Körper, der stürzt sich so dermaßen darauf und das bringt erstmal auch psychologisch mit sich, dass wenn man Früchte isst, man sich schnell zu viel genehmigt. Also man isst nicht nur 7, 8 Heidelbeeren oder 3 Erdbeeren, sondern dann will man gerne 10 Erdbeeren essen oder eine ganze Tasse voll Heidelbeeren. Und das ist dann einfach zu viel. Selbst Avocado enthalten Fruchtzucker, das muss man auch wissen. Ne? Deswegen sollte man nie mehr als ein Avocado am Tag essen. Aber auch wenn man denkt, dass Brombeeren zum Beispiel nur 6 Gramm Zucker haben, ist es dennoch ein Effekt. Denn wenn jedes Mal, wenn wir Früchte essen, dann schalten wir unseren Heißhunger an. Ja, wir bekommen Lust auf andere Süßigkeiten oder auf mehr Früchte oder auf Süßigkeiten, die nach Frucht schmecken oder ja. Und das ist antrainiert. Ich möchte nicht sagen, dass das ja aus unserer Urzeit her so übernommen wurde. Denn denk mal darüber nach, wie sahen die Früchte vor 10.000 Jahren oder 50.000 Jahren aus? Die waren klein, griebschig, knorblig, trocken und holzig. Ja? Aus diesen kleinen, holzigen Melönchen sind solche Wassermelonen geworden, ne? Und aus diesen kleinen Holzäpfelchen sind solche großen, saftigen, zuckerreichen Äpfel geworden. Und das liegt daran, dass wir in den letzten 200, 300 Jahren unser Augenmerk darauf gelegt haben, Früchte mit mehr Fruchtzucker, mit mehr Substanz, mit mehr Größe und schöneren Farben zu züchten. Ja, und weil wir von klein auf immer Früchte mit etwas Gesundem und mit etwas Lohnenswertem
kombiniert haben, weil unsere Eltern uns schon mit Früchten auch belohnt haben oder gefüttert haben, weil sie glaubten, uns damit was Gutes zu tun, was ja auch nicht immer falsch ist. Aber in unserem Kontext, wenn wir aus welchen Gründen auch immer die Keto-Adaption machen möchten, besonders in der Zeit der ersten Phasen der Adaption, bis man eine gewisse Effizienz in der Ketone-Produktion erreicht hat, ist es absolut hinderlich, dort sich Früchte zu genehmigen, aus besagten Gründen. Achte deshalb ganz genau darauf, möchtest du die Früchte wirklich? Denke daran, es ist evolutionär, also bei uns gar nicht so angelegt, dass wir auf diese Früchte angepasst sind. Wir haben eigentlich die Fähigkeit, zwischen 20 und 25 Gramm Fruchtzucker am Tag ohne Schaden zu verstoffwechseln. Aber der Mensch heutzutage isst mindestens 80 bis 100 Gramm Fruchtzucker am Tag. Ja, Fruchtzucker wird ja in fast allen Lebensmitteln mitverarbeitet, weil er eben so eine enorme Süßkraft hat, mehr als Glucose. Deswegen wird High-Corn-Fructose-Sirup zum Beispiel sogar in der Wurst überall wird das mitverarbeitet, einfach weil es eine sehr kostengünstige und effektive Süßressource ist. Und wenn man immer mehr Lebensmittel aus Übersee importiert, dann ist die Gefahr umso größer, sich da sehr viel versteckten Zucker mit einzuverleiben, wenn man diese Produkte konsumiert. Was ich damit sagen will, ist, wenn du dich in der Keto-Adaption befindest, achte darauf, ob du nicht in der Zeit lieber auf Früchte verzichtest oder wenn du sie isst, dann behalte im Hinterkopf, Früchte wenigstens dann hin und wieder nur ein paar Beeren zu essen und stoppe das Essen, wenn es am besten schmeckt. Ja, also gebe dem nicht nach, einfach zu sagen, ach egal, ich esse die Schüssel jetzt leer und fange dann halt von vorne an. Jedes Mal, wenn du neu beginnst mit der Keto-Adaption, fällt es dir ein bisschen schwerer. Und das ist psychologisch. Deshalb mein bester Rat an dich, bleib on the track, ja, bleib auf deinem Weg, geh durch die Keto-Adaption und dann teste selbst an dir aus, wann du nach und nach Früchte hier und da in deinen Ernährungsplan mit einbaust. Das soll es wieder gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir fürs Zuschauen. Und hey, möchtest du gern weiter dranbleiben? Dann vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Den exklusiven Ort, an dem du das Wichtigste darüber erfahren kannst, wie du zu einem energetischen, proaktiven und heilsamen Lifestyle findest. Dies ist der Kanal, wo ich auch meine persönlichen Erfahrungen teile, die dir helfen könnten, über den gesunden ketogenen Weg das Leben immer mehr so zu gestalten, dass du fühlst, wie du gesundheitlich und persönlich immer mehr dein Leben nach der Erfüllung deiner Wünsche und Ziele ausrichtest und diese auch schrittweise erreichst. Kennst du bereits mein Buch? Hole es dir, wenn du tiefer verstehen willst, wie es zu Insulinresistenz, Übergewicht, Lip- und Lymphödem kommen kann und was ich genau getan habe, um dieser Krankheitsspirale zu entkommen und ein Leben voller positiven Körpergefühls, mentaler Kraft und viel mehr Energie zu leben begann.